Gerrit fragt Pete Smeed, welche sind eure Lieblingsnudeln? Lieblingsnudeln sind tatsächlich Penne. Danach kommen diese ganz dicken Bandnudeln. Ja, am wenigsten mag ich diese Spirelli. Die, weiß ich nicht, so der Abschaum, Nudelabschaum oder so. Okay, jetzt nenne ich mich wahrscheinlich weiter aus dem Fenster. Mit Fokus. Ich bin der Meinung, ja, Lieblingsnudeln, dass ich doch aus dem gleichen Teig alle Arten von Nudeln machen kann. Also, ich kann ja aus einem Nudelteig Penne machen und Spaghetti und, keine Ahnung, andere Sachen. Also kommt es doch gar nicht auf die Form an, wie sie geschnitten wurden. Ich meine, ist ja genauso, als wenn ich Kartoffeln nehmen würde. Ob ich jetzt in Dreiecke oder Streifen schneide, naja, die schmecken halt aus dem Supermarkt immer anders, weil die auch anders gemacht worden sind. Aber wenn ich mit der gleichen Kartoffel die Hälfte in Streifen schneife und die andere Hälfte in Dreiecke und dann wiederum in welchen Batches oder so, dann müssten die doch eigentlich alle ziemlich gleich schmecken. Und dementsprechend kommt es doch eigentlich eher auf den Nudelteig an. Oder? So, und aus der Sache heraus würde ich sagen, Kartoffeln, Reis und Nudeln in der Reihenfolge, ja. Und dann bei den Nudeln ist es mir wurscht. Da muss ich ja schon selber lachen, wenn ich an meine Antwort denke. Weil es wahrscheinlich in eine andere Richtung geht, die Frage. Aber ich mag halt total gerne Spätzle. Und Spätzle sind ja auch sowas wie Nudeln. Und dann ist meine Antwort eiskalt mal Spätzle. Weil klar mag ich Spaghetti, Fusolini, Tortellini, Maccolonini, mag ich alles, aber Spätzle sind einfach das Geilste. Und wenn die noch von Oma gemacht wurden, ah, geil. Ich glaube, also Spaghetti finde ich super geil oder Penne. Ich glaube, Penne sind die Dinger, wie die so kleine so lang sind und dann so, naja, wo sich ja halt die Soße drin sammeln kann sozusagen. Die finde ich halt auch ganz geil. Tagliatelle mag ich sehr gerne, aber ich liebe alle Nudeln. Nudeln sind das Beste, viel besser als Reis und Kartoffeln, viel besser.